Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Früher war das total einfach. Man hat einfach einen Ausschaltknopf gedrückt, dann ging das Gerät aus, man hat den Einschaltknopf gedrückt und dann ging das Gerät an. Heutzutage ist das nicht mehr bei allen Handys so einfach. Wie das genau beim Nova 9 funktioniert, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr euer Huawei Nova 9 ganz einfach ein- und ausschalten könnt. Das Ganze ist zwar super einfach, trotzdem gibt es da eine Sache, auf die ihr vielleicht achten solltet oder die ihr vielleicht in den Einstellungen auch nochmal ändern könnt. Und das Ganze ist recht einfach, denn wir haben hier einfach an der rechten Seite beim Nova 9 einmal die Ein- und Ausschalttaste und man würde ja meinen, wenn wir die jetzt länger drücken, schaltet sich das Ganze aus. Dann sehen wir allerdings, dass wenn wir die Taste jetzt länger drücken, wir keine Option zum Ausschalten haben, sondern hier erstmal zu AI Voice gelangen. Und das wollen wir ja gar nicht und wir wollen auch nicht, dass das dann gestartet wird, sondern wir wollen ja eigentlich unser Nova 9 einfach direkt ausschalten. Das ist mit Abstand am einfachsten. Das funktioniert auch, wenn ihr die Taste dann einfach noch etwas länger gedrückt haltet. Das mache ich jetzt einmal. Also selbst wenn sich dann AI Voice öffnet, dann wartet ihr einfach noch einen Moment und wenn ihr dann noch länger gedrückt haltet, dann bekommt ihr hier die Option zum Neustart und Ausschalten. Das ist natürlich schon ganz gut, wenn man das immerhin weiß, aber wir wollen ja eigentlich einfach das direkt ausschalten und wollen vielleicht gar nicht, dass AI Voice da überhaupt dann aufploppt. Deswegen könnt ihr dann in die Einstellungen gehen und habt hier die Möglichkeit, über Bedienungshilfen einmal zu gehen und da finden wir dann unter Verknüpfungen und Gesten auch AI Voice. Und da sehen wir eben, dass im Moment, wenn wir die Taste eine Sekunde lang gedrückt halten, AI Voice aktiviert wird. Und zum Ausschalten müssen wir 3 Sekunden lang drücken. Wenn ihr aber AI Voice zum Beispiel gar nicht nutzt und euch das eigentlich eher stört, dann könnt ihr hier den Regler einfach einmal deaktivieren. Und dann werden wir jetzt sehen, jetzt brauchen wir hier einfach nur halten. Und dann sehen wir, kommt hier nicht mehr AI Voice, sondern wir sehen, wir können das Ganze direkt einmal ausschalten. Dann müssen wir noch einmal tippen und dann wird unser Huawei Nova 9 einmal heruntergefahren. Wenn ihr das Ganze jetzt wieder anschalten wollt, drückt ihr einfach auch wieder länger hier den Power-Button an der Seite, bis das Ganze einmal gestartet wird. Es dauert dann einen Moment. Und dann sehen wir aber auch schon, werden wir nach dem Neustart natürlich aufgefordert, unsere SIM-PIN einmal einzugeben und im Anschluss auch unser Muster, das wir eben als Sperrbildschirmtyp ausgewählt haben. Und dann war jetzt aber sowohl das Ein- und Ausschalten erfolgreich und ihr könnt eben entscheiden, ob ihr diese Funktion mit AI Voice mit der Ein- und Ausschalttaste aktiviert lassen wollt oder ob ihr sie lieber ausschaltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns auch die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!